Eine wunderschöne Geschichte. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, hatte einen Schüler und dieser Schüler war mal verheiratet und dann ist seine Frau gestorben. Der Schüler kümmerte sich dann natürlich um die Bestattung seiner Ehefrau, also war er ein paar Tage nicht mehr im Unterricht. Als er dann wieder in den Unterricht gegangen ist, von Sa'id ibn al-Musayyib, und das war ein enger Schüler des Scheichs, also er hat mitbekommen, mein Schüler ist nicht da. Und das ist schon mal eine Sache, liebe Geschwister. Er ist erst nicht zum Unterricht gekommen, als seine Frau gestorben ist. Das, so wird man ein rechtschaffener Mensch. Nicht, habe ich nichts zu tun, oh, dann gehe ich mal in die Moschee heute. So wird nichts aus dir. Wenn das Aneignen von Wissen eine Nebensache ist, dann bedeutet das, ja Rabbi, mehr über dich zu lernen, also wenn ich Zeit für dich habe, mache ich das. Das ist das, was du sagst mit deinen Taten. Du wirst das nie im Leben artikulieren mit deiner Zunge. Du sagst, A'udhu billah, ja Rabbi, du bist der Wichtigste für mich. Ja, wo sieht man das? Nur Gelaber? Ja Rabbi, du bist der Wichtigste. Vortrag gehe ich, wenn ich Zeit habe. Aber wenn du es ernst meinst, ja Rabbi, ich möchte immer mehr wissen über dich. Ja Rabbi, ich möchte das, was ich vergessen habe, nochmal auffrischen. Dann wird der Unterricht für dich so sein wie Jumu'ah. Und so wird was aus dich. Aus dir oder aus dich? Ey, barakallahu fikum. Also deswegen bitte Deutschkurse besuchen. So, auf jeden Fall. Das heißt also, wenn du tatsächlich diese Sitzungen des Wissens so respektierst und hochachtest, dass du sagst, ich darf das nie verlassen. Egal, ob ich geheiratet habe, es gibt Leute, sobald die heiraten, rahimahumullah. Rahimahumullah, wo bist du? Ich habe geheiratet. Ja, wie? Bist du tot jetzt? Warum kommst du nicht mehr? Oder er hat einen Job, arbeitslos, bei allem Respekt, ja. Arbeitslos, Allahumma barik, immer in der Moschee. Du hast gearbeitet, wo bist du? Ich habe gearbeitet. Ja, und jetzt? Gibt's was mit der Ibadah? Was mit, brauchst du kein Wissen mehr jetzt, oder wie? Die Dunya saugt uns auf. Warum? Weil wir uns nicht erzogen haben. Unterricht ist Unterricht. Wird nicht vernachlässigt. Heutzutage vernachlässigen einen Unterricht. Wallah, ich habe mal Fußball gespielt. Hast du, guck mal, die Woche hat 7 Tage. Wisst ihr das? 7 Tage. Und jeder Tag hat 24 Stunden. Und ein Unterricht dauert 1 Stunde. Hast du in der ganzen Woche keine Zeit gefunden, Fußball zu spielen, nur an dem Tag, wo Unterricht ist und zu dieser Zeit? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, man yuridillahu bi khayra yufaqihu fi din. Wem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen in der Religion. Umkehrschluss ist eine Drohung. Wem Allah nichts Gutes will, du bist Allah egal. Du bist ihm egal. Was ist dann Merkmal, Indikator? Dem gibt er kein Wissen in der Religion. Wenn eine Woche, ein Tag vergeht, du hast nichts über Allah gehört, musst du sagen, ja Rabbi, willst du mich nicht mehr? Ist das eine Botschaft an mich, dass ich nicht mehr interessant bin? Auf jeden Fall, dieser Junge, dieser Schüler, war 3 Tage nicht da. Und dann kam er wieder zu Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah. Da fragte ihn, wo warst du? Die Gelehrten waren streng. Waren streng. Und heute auch noch. Ein ernsthafter Gelehrter, wenn der wirklich dich liebt, der macht dir Probleme, wenn du nicht antanzt. Aber heutzutage ist halt besonders hier in diesen Breiten, keiner hat dir was zu sagen. Wir sind ja so groß geworden. Der Lehrer hat nichts zu melden, der Vater hat nichts zu melden, die Mutter hat nichts zu melden. Niemand hat dir was zu sagen. Und das ist leider diese Einstellung auch. Der Imam, der Sheikh hat ja auch nichts zu sagen. Ja? Und das ist natürlich eine falsche Erziehung. Auf jeden Fall. Da sagte Sa'id ibn al-Musayyib, warum hast du nichts gesagt? Dann wäre ich bei dir bei der Bestattung. Er hat es nicht mitbekommen. Dann sagte er, ich wollte dich nicht stören. Dann sagte Sa'id ibn al-Musayyib, hast du geheiratet? Junge, seine Frau war tot. Vor 3 Tagen ist sie gestorben. Hast du geheiratet? Das ist Islam, liebe Geschwister. Nicht Netflix, Liebesgeschichten und Käse und so weiter. Das heißt doch nicht, dass er seine Frau nicht mehr liebt, nur weil er sofort heiratet. Sondern er soll sich beschützen vor der Fitna. Wir reden hier vor 1000 Jahren. Die Fitnen. Das heißt, das Heiraten ist geboten. Wer in der Lage ist zu heiraten, der soll heiraten.
Da sagte der Schüler, wer sollte mir denn geben? Ich bin arm. Ich kann nicht heiraten. Dann sagte Sa'id ibn al-Musayyib, ich habe eine Tochter. Und hier lernen wir, liebe Geschwister, wie ein Vater sich um seine Tochter sorgt. Das ist keine Zwangsheirat, ja, für alle, die jetzt sofort, oh, guckst du. Sondern natürlich wird diese Frau gefragt, möchtest du denn gerne diesen Mann heiraten oder nicht? Wenn sie sagt, nein, das war's, salam alaikum, nein, dann halt nicht. Aber die Tochter, wir reden hier von der Tochter von wem? Von Sa'id ibn al-Musayyib. Ja Rabbi, helfe uns, unsere Söhne und Töchter zu erziehen, ja Rabbi al-Alamin. Lass unsere Kinder Grund für unsere Freude sein, ja Rabbi al-Alamin. Er sagte, meine Tochter. Dann sagte er, aber ich habe kein Geld. Also ich habe, wie soll ich, Mahr, die Brautgabe. Hat er ihm gesagt, da sind 2 Goldmünzen, bitteschön, das ist die Brautgabe. Das gibst du bitte meiner Tochter. Jackpot, oder? Allahumma barik. Ja. Hoffentlich habt ihr auch so einen Scheich. Ja, also. Auf jeden Fall, er saß dann, der Junge, zu Hause. Auf einmal klopft die Tür. Und Sa'id ibn al-Musayyib war noch nie woanders. Sa'id ibn al-Musayyib war nur für Hajj in Mekka. Ansonsten, wo war er? Moschee. Sa'id ibn al-Musayyib, also der Schüler sagte, ich habe gefragt, wer ist da? Da sagte er Sa'id. Dann, er sagte, ich habe dann an jeden Sa'id mich erinnert, nur nicht an Sa'id ibn al-Musayyib. Warum? Der war noch nie woanders. Haus, Wohnung, Masjid. Masjid, Wohnung. Das war's. Ich mache die Tür auf. Da ist Sa'id ibn al-Musayyib. Und seine Tochter ist da. Bitte schön, hier ist deine Frau. Es heißt dann, er hat geheiratet und so weiter. Und dann wollte er wieder zum Unterricht zu Sa'id ibn al-Musayyib. Da sagte seine Frau, die Tochter von Sa'id ibn al-Musayyib, wohin? Da sagte er, ich gehe lernen zu deinem Vater. Da sagte sie, das ganze Wissen ist hier. Das Wissen von meinem Vater ist bei mir. Das ist die Schülerin von Sa'id ibn al-Musayyib. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, wie die Erziehung sein soll. Noch einmal, nicht, dass du denkst, du musst Sa'id ibn al-Musayyib werden. Aber begebe dich auf den Weg dieses gewaltigen Gelehrten. Hier machen wir dann inshallah ta'ala einen Halt, weil jetzt Adhan ist. Und dann machen wir die Geschichte von Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, das nächste Mal weiter.